bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Hab Vertrauen. Wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung von Quantisana TV, Ihrer Informationsplattform. Mein Name ist Nikolaus Hippe und heute haben wir ein sehr, sehr spannendes Thema, und zwar, wie man Schuppenflechte erfolgreich behandeln kann. Und da ist das Spannende, es gibt ja so viele Meinungen, aber wenn man wirklich was verändern will, sollte man einen absoluten Profi zu Rate ziehen. Und genau diesen haben wir heute für Sie eingeladen. Heute ist unser Gast Dr. Professor John Ionescu. Und es ist nicht irgendein Professor, sondern er ist sogar Professor an zwei verschiedenen Universitäten und ist der Gründer und Leiter der Spezialklinik in Neukirchen. Richtig, vielen Dank für die Einladung. So, jetzt habe ich gleich eine Frage. Können Sie mir vielleicht erzählen, Sie behandeln ja schon seit 30 Jahren die Schuppenflechte, Sie und Ihr Team. Was ist denn die Schuppenflechte genau und wie viele Menschen sind denn überhaupt in Deutschland oder hier in dem Raum betroffen? Ja, wir können inzwischen diese Hauterkrankung als Volkskrankheit nennen, weil inzwischen sind über 5 Millionen Menschen betroffen in Deutschland. Es geht um eine schwierige, chronische, stark entzündliche Hauterkrankung, die mit einer starken Proliferation der Hautzellen, der sogenannten Keratinozyten, verbunden sind, die in Bildung der sogenannten psoriatischen Placken führt, wie man in unserem Bild, was ich mitgebracht habe, leicht sehen kann. Natürlich, das hat verheerende Nebenwirkungen für das Privatleben des Menschen, produziert Schmerzen, Schwellung, eine ununterbrochene Schuppung, was rund um den Patienten alles weiß macht, Tag und Nacht. Also es ist auch natürlich damit verbunden, auch mit einer starken seelischen Belastung. Ja. Und wie ist es, welches sind die Hauptursachen dieser Erkrankungen? Und auch spielen da die genetischen Faktoren eine Rolle oder ist das überhaupt nicht genetisch veranlagt? Tatsächlich, man spricht beim Psoriasis von einer sogenannten Genodermatose. Das bedeutet, dass eine Reihe von genetischen Faktoren eine Rolle spielen. Man spricht von den sogenannten genetischen Marker der Psoriasis, die mit den sogenannten HLA oder Blut-Lewis-Gruppen-Antigene assoziiert sind, die man durch entsprechende Genexpression-Analysen identifizieren kann. Aber genauso wahr ist die Tatsache, dass auch bei Patienten ohne genetische Merkmale die Krankheit trotzdem auftauchen kann und entsteht eigentlich relativ spät in der Entwicklung. Also nicht vom Geburt wie bei genetischen stark verankerten Erkrankungen, sondern kann entstehen bei Pubertät zum Beispiel, nach der Pubertät, mit 30, mit 40, mit 50 Jahren sogar. Das bedeutet, dass auch wenn eine genetische Prädisposition vorhanden ist, man braucht eine Reihe zusätzlicher Faktoren zur Aktivierung dieser genetischen Prädisposition, sodass man nach einer Weile infolge dieser zusätzlichen Faktoren, wovon wir gleich reden werden, zu einem entsprechenden psoriatischen Phänotyp, sichtbar ist. Und da Sie nach den Ursachen gerade gefragt haben, ich kann ruhig sagen, es gibt eine ganze Reihe von bekannten Provokationsfaktoren bei Schuppenflechte, aber auch eine ganze Reihe von weniger bekannten Provokationsfaktoren. Und da wir von Anfang an solche Erkrankungen kausal behandeln möchten, es ist unsere Aufgabe als Diagnostiker und Therapeutiker, so weit wie möglich in die Ursacheforschung zu gehen, sodass wir am Ende Ursachen behandeln und nicht Symptome. Ja, das wäre auf jeden Fall gut. So ist es. Und das ist eigentlich unser Motto, seitdem die Spezialklinik Neukirchen im Bayerischen Wald in Deutschland existiert, seit 30 Jahren. Und bisher aufgrund der
gewonnenen Ergebnissen mit langfristiger Beschwerdefreiheit bei schwierigen Haut- und Umwelterkrankungen haben sich auch alle Krankenkassen Deutschlands entschlossen, die Kosten für diese integrative Therapieverfahren voll zu übernehmen. Zurück zu den Ursachen, wovon Sie gerade gesprochen haben, oder Provokationsfaktoren. Sicher, man muss hier unterscheiden zwischen einer Reihe von exogenen und endogenen Provokationsfaktoren. Zu den exogenen gehören verschiedene Sachen, wie zum Beispiel klimatische Veränderungen. Es ist bekannt, dass der Schuppenflechte-Patient im Herbst und Winter und Frühling, wo viel mehr Nässe, weniger Sonne ist, schwer hat. Okay, umgekehrt, im Sommer und Frühherbst geht es ihm viel besser, besonders wenn er in die Sonne geht, geht ihm deutlich besser. Und das zeigt, dass die Sonne tatsächlich bei Schuppenflechte eine gewisse hemmende Wirkung über bestimmte Abwehrzellpopulationen, die in der Pathogenese der Schuppenflechte, die sogenannten T-Lymphozyten, T von Theodor, T-Lymphozyten, involviert sind. Also diese T-Lymphozyten haben eine wichtige Rolle in der Sensibilisierung der Keratinozyten. Die Keratinozyten sind diese Oberflächenzellen des Epidermis. Die Sensibilisierung und die bringen die Signale zur Vermehrung dieser Zellen, dieser Keratinozyten, was am Ende in diese starke Erytheme und extrem schuppige Haut mündet. Was diese T-Zellen mitbringen, aber ist noch heute kontrovers diskutiert, obwohl man weiß, es, dass eine ganze Reihe von Umweltfaktoren, wie zum Beispiel Pestizide, Hohlschutzmittel, Schwermetalle, Antibiotika, also von der Kategorie der, sag mal so, der Medikamente, Antibiotika, Antimalariamittel, Beta-Blocker, eine sehr starke, oder sogar Interferon, eine sehr starke negative Wirkung haben und aktivieren stark die Schuppenflechte, vermittelt durch diese T-Lymphozyten, die diese Information an Keratinozyten weiterleiten. Außerdem weiß man seit vielen Jahren, wir auf jeden Fall, dass bestimmte Ernährungsfaktoren ebenfalls die Schuppenflechte dramatisch verschlimmern oder verbessern können. Und wenn ich möchte niemandem den Tag ruinieren heute, wenn ich erwähnen werde, dass Alkohol als Wein, Rotwein, Weißwein, Sekt, Whisky und so weiter starke Aktivatoren der Schuppenflechte sind. Bestimmte Alkoholarten nicht unbedingt durch Alkohol, sondern durch die biogenen Aminen, die in so einem Alkohol enthalten sind, wie zum Beispiel Tyramin, wie wir in Wein, Rotwein, Weißwein, Bier, jede Menge haben. Ist der in jedem Alkohol drin? Oder? Ist nicht im Wodka zum Beispiel. Und es ist nicht in, also nur noch in Wodka trinken? Nein, tun Sie das nicht, weil der Psoriatiker, in dem Moment, wenn er Alkohol trinkt, lähmt auch seine normale Immunfunktionen. Alkohol ist keineswegs langfristig ein guter Rat, um Gottes Willen. Ja. Aber nebst Alkohol, es gibt andere Nahrungsmittel, die problematisch sind, wie zum Beispiel die Gewürze. Gerade die Leute, die gerne Chili, Paprika, Senf, Pfeffer drauflegen, sie merken, wenn sie beobachten ihre Effloreszenzen, ihre psoriatische Erytheme, dass schon in der Nacht eine Verbreiterung mit einem halben Zentimeter oder einem Zentimeter passiert ist, wenn sie gerade so eine Mahlzeit, üppiges Mahlzeit mit Alkohol und mit Gewürze zu sich genommen haben. Es gibt Menschen, wie gesagt, die reagieren stark gegen bestimmte Medikamente. Ich werde hier nochmal erwähnen die Antibiotika und die Beta-Blocker. Es gibt unzählige Psoriatiker, die bekamen ihre Schuppenflechte, nachdem sie ihre Beta-Blocker-Behandlung angefangen haben. Verordnet von Kollegen. Ne? Welche Patienten nur nach Absetzen der Beta-Blocker und Ersatz mit anderen Mitteln konnten die Schuppenflechte wegbekommen. Genauso wichtig sind sowohl bei Männern als auch bei Frauen chronische Infekte. Chronische Infekte, wie zum Beispiel Streptokokkeninfekte, Staphylokokkeninfekte oder Candidosen oder andere Infekte, wie wir zum Beispiel bei Frauen
haben Trichomonadeninfekte, Vaginalinfekte und so weiter, aktivieren dramatisch die Schuppenflechte. Und wir konnten feststellen, dass allein und nur nach Sanierung dieser Infekte im Darm oder auf die Schleimhäute, Rachen, Vaginalflora etc., zu einem rapiden Rückgang der Beschwerden gekommen ist. Okay? Deswegen, ich sage, ich möchte von Anfang an erwähnen oder betonen, es lohnt sich, nach diesen Provokationsfaktoren zu suchen, wenn man möchte dem Patienten tatsächlich eine dauerhafte Beschwerdefreiheit schenken. Nur die Annahme von Kortikoide, wie in dem klassischen Behandlungsschema, Retinoide, Biologicals, Seran, Vogue, okay, oder Bestrahlungstherapien, kann nicht die Verursachen der Provokationsfaktoren, hat nichts zu tun, haben nichts zu tun, diese Verfahren, sie lindern nur die Beschwerden. Das heißt eine Symptombehandlung schlussendlich. Eine Symptombehandlung. Was wir anbieten wollen, ist eine richtige Diagnose der Provokationsfaktoren und eine kausale, soweit möglich kausale Therapie, wobei die Patienten sagen selbst, ja, wenn ich das weglasse, ich habe keine Hautprobleme. Das heißt, in der traditionellen Behandlung von dieser Krankheit wird eigentlich nur das Symptom bekämpft. Richtig. Und dadurch ist dann vielleicht auch zu erklären, warum es dort keinen Rückgang gibt von der Krankheit. Exakt. Oder können Sie das noch erklären? Exakt, so passiert es. Und das ist leider der Fall auch bei atopischen Erkrankungen, wo wiederum nur die Symptome behandelt werden mit Antihistaminika, mit Kortikoide, mit Biologicals, Calcineurin-Inhibitoren. Ohne dass die Ursache, die unterhalten, die Symptome im Auge genommen werden. Also total der Blödsinn. Okay, ich will das nicht so beurteilen. Ja. Ich habe auch in anderen Sendungen gemacht, es gibt wirksame Medikamente, die tatsächlich in einer Akutphase, wovon ich gerade erwähnt habe, eine Bestrahlungstherapie, eine Kortikoidtherapie, hilft tatsächlich. Aber langfristig kann keineswegs die Kausalität dieser Behandlungen beeinflussen. Ja. Und eine dauerhafte Beschwerdefreiheit führen. In dem Moment, wenn du unterbrichst diese Therapien, die Krankheit explodiert innerhalb von 2-3 Wochen und fertig ist wieder da. Ja, ja, als ja, Nachweis, dass wir haben hier mit keiner kausalen Behandlung zu tun. Ja, ja, okay? Und wie behandeln Sie dann im Unterschied zu der traditionellen Behandlung, wie behandeln Sie dann in der Spezialklinik diese Erkrankung? Selbstverständlich, wir behandeln die Schuppenflechte seit vielen Jahren, seitdem die Klinik existiert, besser gesagt. Und von Anfang an haben wir uns vorgeschrieben, versuchen wir, die Ursachen zu identifizieren und so weit wie möglich kausal zu behandeln. Und auch wenn wir in Anspruch nehmen müssen, auch wenn wir antiinflammatorische Mittel, Antientzündungsmittel in Anspruch nehmen müssen, wir sollen lieber nicht an Cortison oder an Biologicals greifen, sondern an biologische Mittel. An Nahrung, bestimmte Nahrungssupplemente, die eine hervorragende, beruhigende Wirkung auf diese Entzündungskomponenten haben. Und so zum Beispiel haben wir in den 90er Jahren, Ende 80, Anfang 90er Jahren, die Behandlung mit energiereichen Stoffen angefangen. Ich habe erwähnt in einer früheren Sendung. Und tatsächlich, das war ein Durchbruch für uns, wo wir zuerst festgestellt haben, im Blut der Psoriatiker und in den Hautbiopsien, dass diese Menschen extrem niedrige Energiewerte haben, Adenosintriphosphat, so heißt dieser Stoff, dieser Wunderstoff für den Stoffwechsel der Zelle, Energiestoffwechsel, dass sehr niedrige Werte da sind und dass die Substitution mit entsprechenden Präparaten, die solche energiereiche Stoffe enthalten, zu einer dramatischen Besserung der Beschwerden führen konnte. Damals gab es solche Präparate auf dem Markt, Psorival, Bioregeneret etc., wo diese Adenosintriphosphate und Adenosintriphosphate vorhanden waren. Und sie führten nach ein paar Injektionen intramuskulär oder intravenös zu einer dramatischen Besserung der Symptome. Das existierte das noch. Danach, aus irgendwelchem Grund, auch immer, verschwanden diese billige und erfolgreiche Mittel vom Markt. Wir wissen nicht warum, bis heute. Okay. Deshalb war für uns sofort der Reiz, okay, nachdem wir gemessen haben, dass diese Energielücke da ist, nachdem wir gesehen haben, dass die Substitution dieser Energielücke mit absolut biologischen Mitteln ohne jegliche Nebenwirkungen zu diesen tollen Ergebnissen führt, warum machen wir jetzt nicht die Substitution mit Vorläufer von Adenosintriphosphat zum Beispiel? Ja, zum Beispiel in der inneren Behandlung. So haben wir schon damals für die innere Therapie mit Aufbaupräparate für Adenosintriphosphat, wie zum Beispiel Fumarsäure, wie zum Beispiel Adenosinmonophosphat, wie zum Beispiel Inositol, wie zum Beispiel NAD, Nicotinamid, Dinukleotid, alle diese Sachen aktivieren signifikant die Adenosintriphosphatproduktion.
okay, in den Mitochondrien unserer Zellen. Mhm. Und schau mal, da haben wir ähnliche Verbesserungen erreichen können mit diesen Vorläufer in die ATP-Synthese, weil es war nicht mehr auf dem Markt als Präparat zu finden. Gut. Mhm. Gleichzeitig stellt sich für uns die Frage, gut, was geben wir jetzt für die Hautbehandlung? Wenn die Sache von innen so gut funktioniert, warum soll nicht von außen? Ja, ja. Weil nicht jeder Patient kann sich leisten, zu Hause die Infusionen fortzusetzen. Ja, so war damals die Frage. Ja, ja. Und so haben wir innerhalb von 2,5, fast 3 Jahren gebastelt an Zusammensetzungen, wie die berühmte Energy-Emulsion, ja, die solche Vorläufer in die ATP-Synthese enthalten. Mhm. Und wir haben die erste Präparate, wie hier ich habe ein paar Bilder mitgebracht mit Energy-Emulsion, das als erste Präparat für Schuppenflechte-Patienten in den 90er Jahren mitgebracht. Dann haben wir die Messungen dieser ATP-Werte in ganz bekannte internationale Fachzeitschriften erstmal veröffentlicht und gezeigt, dass tatsächlich diese ATP-Werte und ADP-Werte signifikant erniedrigt sind bei Schuppenflechte und dass die Substitution mit bestimmten Mitteln wieder zu einem Wiederaufbau dieser energiereichen Stoffe führt. Also wir haben unseren Job wissenschaftlich getan, kann man so sagen, und da waren schon die ersten tolle Erfolge mit diesen Cremes. Ja? Hinterher, habe ich schon in einer Sendung erzählt, kamen die Leute und sagten, ich brauche wieder diese Creme, obwohl er keine Schuppenflechte mehr hatte, weil meine Falten haben sich gebessert. Und da war der Kick für uns, ja, tatsächlich, wo wir festgestellt haben, dass die Zufuhr dieser Elemente, dieser energiereichen Stoffe in Salbenform tatsächlich auch zu einer Regeneration der Haut führt und führte auch bei unseren Patienten zur rapide Schließung der Wunden, der offenen Wunden, zum Abbau von Entzündungen der Haut, bei Schuppenflechte, bei Akne, bei seborrheischen Ekzeme und so weiter. Und daher entstand diese spezielle Zubereitung, die Cell Energy, die Energy Emulsion damals, okay, mit dem wir bis heute die Haut erfolgreich behandeln, anstelle von Cortison oder anstelle von welche andere Cremes. Das ist spannend. Das heißt, es gibt keine Nebenwirkungen, sondern Nebenheilungen. So ist es. So ist es. Ja, genau. Und hinterher konnten wir feststellen, die positive Wirkung bei Akne, der gleiche Cell Energy feststellen, bei seborrheischen Ekzeme der Kopfhaut rund um den Mund. Die sind bekannte dermatologische Entitäten. Gut, eine zweite Problematik, die wir in Kauf nehmen mussten, schon zu diesem Zeitpunkt, war natürlich die entsprechende Diät der Patienten, die dietetische Behandlung. Mhm. Und dafür haben wir schon damals, genau wie heute, ein entsprechendes Panel von speziellen Tests durchgeführt für sofortige und verspätete Reaktionen gegen Nahrungsmittel. Bei Psoriasis finden wir selten IgE-Faktor, IgE-vermittelte Reaktionen wie bei Atopiker, wie bei Allergiker, selten. Vielmehr finden wir verspätete Reaktionen, Sensibilisierungen, Typ 4 Sensibilisierungen mit sensibilisierten Zellen, Abwehrzellen, zirkulierende Abwehrzellen gegen verschiedene Nahrungsmittel oder Zusatzstoffe aus der Nahrung. Ah, ja, dafür verwenden wir seit einigen Jahren einen speziellen Test namens ALCAT-Test aus den Vereinigten Staaten, die uns einen sehr, sehr guten, sehr präzisen Hinweis gibt, welche chronische, dauerhafte Sensibilisierung gegen eine oder andere Lieblingsspeisen oder gegen eine oder andere Zusatzstoffe aus der Nahrung oder Medikamente, mit denen der Patient seit Jahren konfrontiert ist, auftauchen. Ja. Das kommt wunderbar in so einen Test. Ich habe so ein Muster für die ALCAT-Zusammensetzung für Nahrungsallergene einmal mitgebracht. Man kann bis zu 100 Nahrungsallergene testen und separat die Liste der Chemikalien, die mit dem gleichen Alt-Test die Sensibilisierung gegen Zusatzstoffe aus der Nahrung, Antibiotika, Antipilzmittel, Schmerzmittel, all diese oder Chemikalien wie Chlor, Jod und so weiter, wunderbar alles, Konservierungsstoffe etc., Glutamat, alles kann man das messen. Das wird in einem Test dann wirklich einmal alles durchgetestet und danach weiß man genau, das vertrage ich, das vertrage ich nicht, das soll ich darauf achten, dass das nicht mehr in meiner Ernährung ist. Das ist eine gigantische Hilfe. Super. Ja, durch diese Art und Weise, durch diese Strategie, vermeidet man Rückfälle in die Nachbehandlungsphase. Ja, ja. Es nützt uns nicht, wenn der Patient einmal bei uns in der Klinik an Programm teilnimmt, weil er bekommt uns das Richtige auf dem Tisch,
von unserer Diätberatung personalisierte Ernährungsplan bei jedem Patienten, wie bei uns der Fall ist. Da kann er keinen Fehler machen. Aber das zu Hause, wenn er zurückkehrt an seine Lieblings-Pommes frites, Schokolade, Ketchup. Die ganzen Alltagssachen, was man halt in seinem Umfeld. Gebratene, gewürzte Würstchen und so weiter, dann ist er zurück in diese gleiche Schlamasse und riskiert innerhalb von 2 Wochen wieder einen Rückfall. Und das ist dann Ihre Ernährungstherapie oder was ist die Ernährungstherapie? Das ist diese Ernährungstherapie. Also in dem Moment, wo wir identifiziert haben, diese Provokationsfaktoren, dann gibt man in einem speziellen Programm, wovon wir schon erwähnt haben, das sogenannte Food Allergy Control, die jedem Patienten zur Verfügung gestellt wird, für die Behandlung in der Klinik und für die Behandlung zu Hause. Das bedeutet, jeder Patient bekommt seinen 50-seitigen Kochbuch speziell für seine Bedürfnisse, wo alle seine Provokationsfaktoren gelöscht sind, da ist nichts da, von seine, auch von seiner Lieblingsspeise, die ihm sensibilisieren, ist alles weg und bleiben nur die erlaubten Nahrungsmittel, die in einem Rotationssystem angeboten werden, um weitere Sensibilisierungen zu vermeiden. Das ist ein sehr wichtiger Trieb, der erlaubt nicht mehr dem Immunsystem eine neue Sensibilisierung. Gut. Also soweit zum Thema Ernährung, das ist sehr wichtig. Der Patient oder die Patientin lernt noch was, zu kochen bei uns. Sie können sich nicht vorstellen, wie viele junge Damen keine Ahnung von Kochen haben heutzutage. Ja. Sie gehen einfach ich kenne das sehr gut. Sorry. Aber immerhin, also sie gehen in den Großladen, holen sich was halbfertige, als halbfertige Nahrung, das war's. Oder sie machen die Pommes frites und okay. Das ist nicht mehr das alte Kochkunst früher. Lernte man die Tochter von Mama, manchmal sogar von Papa, wie man kocht. Und das sehen wir besonders bei jüngeren Damen, die mit kranken Neurodermitis-Kindern zu uns kommen und sind nicht in der Lage, eine leichte hypoallergene Nahrung fürs Kind zu werden. Dafür gibt es aber die Kochkurse bei uns. Ah, die man Kochkurse, kann also auch zum Kochkurs kommen. Absolut, für Männer und Frauen, wirklich, Kochkurse, plus die entsprechenden Diätberatungen, wo die Signifikanz, die Relevanz jeder falschen Nahrungsmittel erläutert wird. Warum sollst du das vermeiden zu Hause? Und das steht sowohl in, wird auch mündlich erlebt und steht ausführlich in diesem Food Allergy Control Kochbuch. Die, wie ich inzwischen weiß, auch von Quantisana angeboten wird für Patienten aus der Schweiz und andere Länder. Gut. Dritter Faktor hier, mit dem wir kämpfen, ist die Entzündung. Wir geben kein Cortison. Wir schicken nicht den Patienten unter UVA, UVB-Bestrahlung, wie als typische Schuppenflechtetherapie der Fall ist. Wie kriegen wir die Entzündung weg? Das ist die nächste Frage. Sodass der Patient innerhalb von 3 Wochen, maximal 4 Wochen, wie wir mit den Krankenkassen eigentlich vereinbart seit Jahren, beschwerdefrei nach Hause geht. Wow, das heißt, er ist dann 3-4 Wochen bei Ihnen in der Klinik? Ja. Wird dann komplett therapiert und kriegt auch noch für zu Hause eine genaue Anleitung, wie es weitergeht. Bravo, exakt exakt so. Ja. Und hier können Sie ein oder andere Fälle, die als Schuppenflechte-Patienten in diesen Zustand, therapieresistente Fälle gekommen sind. Und Sie sehen nach 3,5 Wochen, 4 Wochen maximal, in welchem Zustand Sie nach Hause gehen. Das kann man sehen. Und eine der Geheimnisse für diese schnelle Rückbildung der Beschwerden ist auch diese spezielle antiinflammatorische biologische Behandlung, die wir anbieten, anhand nicht zuletzt einer patentierten Zusammensetzung, die wir in Deutschland, Österreich, Schweiz patentiert haben, diese sogenannte Echiderm Plus Spezialnahrung. Es ist eine Pulver drin. Speziell verpackt unter Argon oder unter Stickstoffatmosphäre, sodass die Wirksamkeit über Jahre erhalten bleibt, weil wir haben sehr feine und sehr empfindliche Komponente drin. Wir haben immunogene Komponente, auch Stutenmilchpeptide. Wir haben eine Höchstkonzentration von Omega-3-Fettsäuren in trockener Form. Wir haben im Rahmen des Patentes Sugaralkohole, die zusammen mit den anderen 2 Faktoren zu einer enormen antioxidative Wirkung, also antientzündliche Wirkung führen, die Peptide plus Sugaralkohole plus Omega-3. Und wir haben eine Reihe von Enzyme und Coenzyme und Vitamine mit Coenzymfunktion, aus der B-Reihe, fettlösliche Vitamine etc., die noch einmal den Stoffwechsel in Richtung Energiegewinn führen, aktivieren. Also es ist ein Komplex, den wir sehr detailliert im Rahmen der Patentverfahren
erklären mussten und dokumentieren mussten. Zu Ihrer Information, heutzutage ein Produkt zu patentieren oder eine Idee ist nicht mehr wie vor 50 Jahren, du hast eine Idee, du kannst eine Idee patentieren. Nein, alles was du sagst, du musst experimentell nachweisen. Aha. Gehst nicht mehr durch ohne Nachweis, experimentellen Nachweis für jeden Satz. Mhm. Und das hat uns 2,5 Jahre Arbeit gekostet, bis wir diese Sachen, wir haben hier auch eine zusammenfassende Broschüre, die zeigt exakt, was wir im Rahmen der Patentierungsverfahren dokumentiert haben. Das können die Zuschauer bei uns bestellen. Und die zeigt, wie wirkt so ein Präparat, wie werden die Entzündungswerte dramatisch korrigiert. Hier sind zum Beispiel die freien Radikale, die man sieht bei einem Schuppenflechte-Patient. Schon nach einer Stunde nach der Einnahme dieser Pulver gelöst in Wasser, ein Messlöffel in Wasser gelöst, wie innerhalb einer Stunde und innerhalb von 3 Stunden die freien Radikale dramatisch nach unten gehen. Mhm. Als klarer Nachweis über die Wirksamkeit innerhalb von Stunden. Okay. Natürlich muss man das nehmen am besten morgens nüchtern, ja. Und für eine rapide Wirkung. Und die Anwendung über 1 oder 2 Monate führt auch im Rahmen unserer Studien, die wir zwecks Patentierung durchführen mussten, zu einer hervorragenden Rückbildung der Entzündungsprozesse. Wir haben Fälle, wo die freien Radikale von Millionen Counts runter zu dem normalen Wert bei 200.000 Counts landen. Also als Nachweis, dass diese Sache kein Hokuspokus ist, sondern es, aber das sehen die Patienten selbst in den klinischen Symptomen. Hier sind auch Bilder, zum Beispiel von Patienten vor der Behandlung und nach der Behandlung mit Equiderm, nur mit Equiderm, wo als externe Behandlung nur eine Salicylsalbe gegen Schuppung gewandt wurde, aber nichts gegen, speziell gegen Entzündung, gegen Schuppenflechte, Entzündung. Okay. Natürlich, dass die Kombination einer solchen Anti-Entzündungsmittel mit einer solchen energieproduzierenden Salbe und mit einem entsprechenden Diätplan bietet eine tolle Voraussetzung, dass der Patient beschwerdefrei bleibt. Mhm. Er muss nicht ein lebenslang das nehmen, um Gottes Willen. Es geht um die ersten 3, 4, 5 Monate nach Entlassung, dass diese neue Information täglich ins Körper kommt und ersetzt die falsche Information, die seit Jahren da war, um ein neues Phänotyp zu erreichen. Ja? Mhm. Also ein Phänotyp ohne psoriatische Beschwerden. Ja, Dafür geben wir, oder soll der Patient bitte zumindest die 3 bis 4 Monate halten an diesem Programm, wenn er will, deutlich länger Beschwerdefreiheit genießen. Hinterher, bei einer Überprüfung der Nahrungsmittelintoleranzen, wird er feststellen, dass das Bild sich geändert hat. Dass er kann plötzlich einige der verbotenen Sachen wieder essen. Aber er soll diesen Test durchführen nach 3 oder 4 Monaten, um seinen Diätplan zu aktualisieren. Das heißt, man macht den Test einmal, dann weiß man, was man nicht verträgt. Man macht sozusagen seine Kur mit diesen ganzen Produkten. Ja. Und dann kann man ein paar Monate. Und dann kann man ein paar Monate später nochmal den Test machen. Und Als Kontrolle. Und es kann sein, dass bestimmte Produkte plötzlich wieder verträglich sind. Absolut. Okay, und so, zwei, drei solche Stufen, schafft man innerhalb von 8 bis 10 Monaten eine exzellente Stabilisierung. Sowieso, er hat keine Beschwerden in dieser Zeit. Stabilisierung, die erlaubt ihm, monatelang ohne Behandlung zu bleiben. Wir empfehlen, wenn eine schwere Psoriasis hat seit Jahren, für den Wintermonaten, 1-2 Mal für einen Monat diese Pulver zu sich zu nehmen als Deckung, weil in dem Moment, wenn er in den Sommer wieder kommt, erholt sich die ganze Bild. Die Psoriatiker tun die Sonne. Tun die sehr gut, weil hemmt diese T-Helferzellen. Und somit die ganze Aktivität der Krankheit wird gehemmt, wird beruhigt. Aber wir leben nicht in Malediven, wir leben nicht in Afrika, wir leben in Deutschland, wo viel regnet, wo wir unter 4 Wände Tag und Nacht bleiben. Und das ist für einen Schuppenflechte kein Vorteil. Leider wissen inzwischen auch die Krankenkassen, dass auch die Patienten, die zum Toten Meer anfangs auf Kosten der Krankenkassen gefahren sind und dort Urlaub von Krankheit für einen Monat genommen haben. Urlaub von der Krankheit. Bei Rückkehr. Einige erzählten uns bei uns in der Klinik schon im Flugzeug, nachdem ich Redwein getrunken habe, fing ich schon an, die Haut zu jucken, im Flugzeug zurück nach Hause. Haben in Kassen auch gelernt, dass nach 2, 3, 4 Wochen kommt die Krankheit wieder wie Amen in die Kirche. Wie ist es denn bei Ihnen? Was übernimmt denn bei Ihnen dann die Krankenkasse? Oder was wird da seit 1988, also Sie sind inzwischen 28 Jahre, aufgrund der positiven Ergebnisse in die Anfangsphase, in die Testphase, wo die Krankenkassen uns sehr streng unter die Lupe genommen haben
Und aufgrund der dauerhaften Beschwerdefreiheit in so viele Fälle, was für Kassen ein enormes Ersparnismodell gleicht, große Ersparnisse bringt, haben sich die Kassen entschlossen, seit 1988, also seit 28 Jahren, alle Kosten für die Behandlung dieser integrativen Therapie bei uns zu übernehmen. Wow. Deshalb alle deutsche Krankenkassen, alle österreichische Krankenkassen, alle holländische Krankenkassen übernehmen die Kosten bei uns. Wow, das ist ja unglaublich, weil man sozusagen endlich einen Weg gefunden hat, wo es wirklich funktioniert, auch über lange Zeit, und dann viel von der Krankenkasse auch noch übernommen wird. Ja, das ist sicher das Beste für Patienten. In Deutschland, jeder Mensch ist versichert. Ja. Und damit kann auch ein Hartz-IV-Empfänger volle Beschwerdefreiheit bei uns genießen. Und die Anwendung, wie wird das nochmal genau eingesetzt, diese verschiedenen Produkte, dieses Cell Energy oder auch hier die anderen Produkte? Also für die externe Behandlung nimmt man die Creme nach der Entfernung der Schuppung, der schuppenden Stellen mit einer keratolytischen Creme, mit einer Salicylsäure-Creme. Aber das bekommt der Patient von jedem Dermatologe. Eine Salicylsäure 10% oder so oder 15%. Entfernt die Schuppung innerhalb von 3-4 Tagen durch Anwendung dieser Creme. Danach kann man anfangen, insbesondere für die therapieresistente Stelle. Zum Beispiel, er geht zum Dermatologe, bekommt seine Bestrahlungstherapie, aber er merkt trotzdem, dass ein paar Stellen bleiben trotzdem rot am Beine, Oberschenkel und so weiter. Super. Auf diese Stelle ist die Creme in dieser Art und Weise anzureiben. Ja. Dreimal am Tag für schnellere Wirkung unter nasse Umschläge, Baumwolle nasse Umschläge mit zum Beispiel Brennnesseltee oder Ringelblumentee. Ja? Super. Und das kann man auch alles sonst sich nochmal zuschicken lassen oder also auch die ganzen Anwendungsmöglichkeiten. Selbstverständlich. Genau. Ich weiß, dass Quantisana hat das schon im Programm übernommen in der Schweiz. Wir freuen uns daran. Und für das Mittel, es ist ein Messlöffel, den man einmal täglich zu sich nimmt. Gleichzeitig werden aber wir gezeigt, dass einige dieser Patienten auch an Gewicht verlieren, weil das aktiviert, wie ich schon in einer anderen Sendung erläutert habe, die Fettverbrennung. Super. Und wir wissen leider aus der Geschichte, dass die sensationellsten Selbstheilungen bei Schuppenflechte sind passiert während des Zweiten Weltkriegs aufgrund von Hunger in bestimmten Ballungszentren oder noch schlimmer, in den Konzentrationslagern, wo die Patienten aufgrund der fehlenden hyperkalorischen reichen Ernährung und durch starke Anstrengung, also durch prooxidative Behandlung, ihre Schuppenflechte gelöscht wurde. Super, super. Ja? Ja. Deswegen, je weniger wir essen, je weniger Kohlenhydrate, desto schneller bekommen wir die Schuppenflechte weg. Je schneller wir unsere optimale Body Mass Index erreichen, desto schneller verschwinden die Schuppenflechte. Wunderbar. Dann bedanke ich mich vielmals. Es gibt noch so viele Fragen, aber uns läuft die Zeit davon. Das heißt, wir müssen, glaube ich, einfach sonst nochmal alle genauen Informationen können Sie jederzeit auch bei Quantisana TV im Internet nachschauen nochmal. Die haben wir dort alle gesammelt. Und ansonsten, wollen Sie gerade noch was sagen? Ja, also wenn die Patienten spezielle Fragen haben zu ihrer Behandlung oder für eine stationäre Behandlung aufgrund einer schwierigen Fall, sie können sich natürlich auch an unsere Klinik wenden, auf die bekannte Website-Adresse. Und sie bekommen eine ganz dicke Informationsmaterial mit auch die Beschreibung der Therapie und alle Informationen, die sie brauchen. Super. Dann vielen, vielen, vielen Dank. Dann verbleibt mir nur noch, mich von den Zuschauerinnen und Zuschauern zu verabschieden. Es war mir eine Freude, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel weitergeholfen wie mir. Ich habe viel gelernt. Auch den Kochkurs muss ich, glaube ich, mal besuchen. Und dann hoffe ich, dass wir uns vielleicht gleich morgen wiedersehen zur gleichen Sendezeit. Und verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung.